Herzlich willkommen zurück bei Die Sportlehrer. Wir haben zwar eine Kontaktsperre, das hindert uns aber nicht, ein bisschen rauszugehen, die Inliner anzuziehen und allein ein bisschen zu cruisen. Ich werde euch heute mal einen kleinen Eindruck vermitteln, was man alles mit Inlinern so treiben kann. Und ich würde heute anfangen mit Überkreuzen rückwärts. Also das heißt eher was für Fortgeschrittene, die sich schon sicher auf den Inlinern fühlen. Denkt bitte dran an Schutzkleidung für die Anfänger, die das zum ersten Mal machen mit Rückwärtsfahren. Also dann ab dafür, viel Spaß. Einen Einblick gesehen, was alles mit den Inlinern möglich ist. Da geht natürlich noch viel, viel mehr, gerade bei den Cracks, die da richtig gut drauf sind. Wir werden uns heute mit dem Rückwärtsüberkreuz beschäftigen. Ich werde euch eine kleine methodische Reihe an die Hand geben und wir werden als erstes anfangen, indem wir vorwärts fahren und zwar beide Beine parallel und wir werden die Inliner nach außen führen und wieder zusammenführen, nach außen führen und wieder zusammenführen. Ihr macht das einfach individuell so schnell bzw. so langsam, wie ihr das möchtet, sodass ihr dann erstmal so ein bisschen einen Rhythmus reinkriegt. Also viel Spaß dabei. Kommen wir zur nächsten Übung. Die nächste Übung wird sein, dass wir es vorwärts überkreuzen. Das heißt, wir achten als allererstes darauf, dass der Schuh mit der Bremse auf jeden Fall hinten ist, weil wenn der Schuh vorne ist, dann werdet ihr jedes Mal wieder über die Bremse stolpern. Das heißt, wir werden jetzt kreuzen und ich habe hier mal ein paar Becher aufgebaut. Wir werden vor dem Becher kreuzen, dann werden wir den Becher quasi umfahren und hinter dem Becher wieder auseinanderkreuzen. Okay. Auf geht's! Wenn das jetzt gut geklappt hat, probieren wir das Ganze jetzt mal rückwärts. Wir werden natürlich nicht gleich rückwärts überkreuzen, sondern wir werden jetzt erstmal probieren, die erste Übung, das heißt dieses Auseinanderdrücken und wieder zusammenfahren, das Ganze jetzt mal rückwärts probieren. Kleiner Tipp von mir, wir fahren jetzt rückwärts, dementsprechend müssen wir auch das Körpergewicht nicht mehr nach vorne verlagern, sondern ihr müsst das ganze Körpergewicht jetzt leicht nach hinten verlagern. Ihr werdet sehen, was ich meine. Viel Spaß dabei! So,
Genau, wenn das gut geklappt hat bis dahin, dann probieren wir das jetzt einfach mal mit dem Rückwärtsüberkreuzen. Ich würde vorschlagen, dass ihr individuell den Abstand der Becher wählt. Am Anfang ruhig sehr, sehr weit machen, damit ihr ein bisschen reinkommt. Und dann könnt ihr das natürlich individuell verkürzen, den Abstand. Ich habe es jetzt für den Anfang zum Üben etwas länger auch gemacht gehabt, die Abstände. Hinten raus wird es dann etwas kürzer und dementsprechend wird es dann natürlich auch etwas knackiger. Für diese Technik, also dieses Rückwärtsüberkreuzen, überhaupt gut ist für euren Alltag im Inlinerfahren, das sehen wir jetzt. Bis gleich. So, wir fangen mit einer V-Stellung der Beine an, haben dann leichte X-Beine, also die Knie zueinander, damit wir uns am Anfang schön auseinanderdrücken können. Und wenn wir diesen ersten Schwung haben, damit wir ein bisschen in Bewegung kommen rückwärts, dann können wir dieses Überkreuz rückwärts machen und uns dementsprechend dann den Schwung holen. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Unsere Runde geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, und probiert es bei dem schönen Wetter aus. Habt Spaß. Bis dahin, die Sportlehrer.